Herzlich willkommen hier bei Temmo67 Gaming. Schön, dass ihr da seid. Ja, begrüße euch als die Gäste, die Schugge, die bin Hallöchen. Hallöchen. Und den guten Schmersch, grüß dich. Schönen guten Abend. So. Wir haben ja letzte Woche ja ein bisschen Schugge nach Hause gebracht, ne? Unseren besten Ja, Navigator hier, müssen wir nach Hause bringen. ja, irgendwas, da war was, ja. So, ich muss erstmal Material holen, dass ich wieder stopfen kann. Ich gehe jetzt erstmal nach Otto. Ich brauche ein Ja, paar bring neue du erstmal wieder Knöpfe Grümpel oder an. Spinnweben. Ja, bring irgendwelchen Rotz an. Wir haben ja die Ecken noch nicht voll. Ja, vernünftigen Händler. Oh, guck mal, gab zwei Quarz, und nicht verkehrt. Ja, das geht ja. Ich sage, ich habe noch keinen passenden Mod gefunden. So ein Villager-Mod. Es gibt zwar einen, aber nur für die 1.18.1. Ah, das ist schade. Das heißt, wir können keine Händler so kreieren, wie wir es hier haben. Ja. So. Muss mal kurz zu den Schweinen und Hühnern. Mach das. Ich habe einen roten Zackenbarsch, das ist von Aquakultur. Das ist bestimmt hier Fischfilet draus machen. Genau. Zack, machen wir Fischfilet draus. Was können wir aus dem Tintenfisch machen? Tintenbeutel. Hey, gut, cool. Darum gibt es wirklich Tintenfische. Da habe ich nochmal ein, zwei Mods nochmal gefunden. Für den neuen Server. Für Place Energies. Also dieses Technik-Mod da mit Maschinen. Und wie gesagt, Thermal Foundation kommt ja gar nicht mehr auf den neuen Server. Dafür haben wir ja dann Mechanics. Und da habe ich auch gesehen, dass du aus einem Baumstamm über die Maschinerie sechs Bretter kriegst. Ja, wenn du es normal machst, kriegst du ja nur zwei. Und mit dem Sägewerk hast du ja drei gekriegt. Und bei dem Sägewerk von Mechanic, von Mechanics kriegst du sechs Bretter raus. Jawohl. Das klingt doch schon mal gut. Wer braucht da noch Thermal Foundation? Ja, das ist so. So, machen wir mal kurz erstmal. Hier ist der Eimer weg. Das ist ja toll. So. Müssen wir uns erstmal hier schnell mal die Kühe ein bisschen füttern. Weil Ewigkeiten nicht mehr hat. Bei den Kühen. Ich finde aber, in der neuen Welt sollten wir aber auch wieder Tiere haben. Na, haben wir ja auch, aber halt die Standardtiere größtenteils, ne? Animania Ja, gibt so es in der egal. Version nicht. So. Und dann müssen wir nur sagen, wenn wir uns dann treffen wollen, wo wir dann. Wir haben ja noch eine Ecke zum Bauen. Ja, Ach, da ist noch genug ich rüste Wasser. mich gerade Wo auf. waren wir denn stehen geblieben? Na, wir mussten ja abbrechen mit dem Wegebau, weil Schuki hat sich ja verlaufen. Ja. ja. Ja? Da war was. So, wollen wir mal schauen. Jetzt haben wir hier mal Wasser Warum versorgt. hieß die Statue? Wir hatten ja den Weg gebaut in Richtung Ilrodo, glaube ich, ne? Ilrodo, ja. Da gibt es noch Wasser, das ist gut. Und wo ist eigentlich nach Ilrodo wieder zurück oder zu dem anderen Dorf, was da ganz oben war? Wie heißt es denn noch schnell? Genau das Dorf. Dattelkern, ne? Dattelkern war es, glaube ich. Dattelkern, ja. Von da haben wir dann, glaube ich, den Weg gebaut, oder? Ja. Ich glaube, das war Dattelkern. Da schon wieder Okay. so viele schöne Minecraft-Bauideen ja gefunden auf Instagram. Habe ich euch ja, glaube ich, alles weitergeleitet. Ja, da kommen ja schon wieder Ideen, ey. Das darfst du ja keinem erzählen. Ich glaube, der nächste Server wird größenwahnsinnig werden. Vom Spawnpunkt, das weiß ich jetzt schon. Okay. Was man da Ja, so alles alles bauen Sinn kann. hat. Ja. Wird vielleicht erst nächsten Sommer was werden, wenn wir wirklich die 1000 voll machen, dann eher wird das ja nichts. Wir haben hier auch einen schönen Server. Genau. Es wird ja von Mal zu Mal auch immer besser, ne?
So, jetzt haben wir wieder Ja. Futter, haben wir. Jetzt schlafen die Tierchen. Machen wir mal die Hoftür zu, damit ja keine bösen Buben wieder reinkommen. So. Auch gestern schon mal mit dem neuen Rucksack noch ein bisschen rumgespielt. Das ist saugeil. Die kannst du noch erweitern. Ja, kriegst du ja Inventar rein. So zwei Okay. große Truheninhalte praktisch, also fast 128 Fächer hast du. Und hast dann an der Seite 5, 6 andere Fächer, da kannst du drinnen schmelzen, da kannst du Magneten einbauen Oh. und das, was du abbaust, wird, geht gleich in den Rucksack rein und so, Mist alles. Kannst da was zusammenbauen, hast eine Werkbank drinne. Nicht schlecht. Nur der Weihnachtsmotte will nicht so, Nein, der ne? kommt nicht rein. So. Weihnachtsmott. So. Wessen Hund ist das eigentlich, der hier sitzt? Gezähmt sitzt. Kann nur von Kuhlmann und Co. sein, glaube ich. Vielleicht. Jetzt überall Leuchtpunkte. Jetzt wird es dunkler. Ich glaube ja gar nicht, was diese vielen Leuchtpunkte hier für die Energie haben. Am 6.4.21 haben wir gestartet. Ach, das war noch mitten in der Corona-Zeit. Wir haben sie sinnvoll verbracht. Ja, die haben wir wirklich sinnvoll verbracht. In Minecraft, wie dies gehört. Ja, der Rotz geht ja auch wieder rum, ne? So. Können wir auch mal eine Säuberungsaktion machen. Jeden Leuchtpunkt von den Königreich Phönix wegmachen. Wir sind bei Ja, Staffel so. 25. Oh, sind Genau. immer ein paar Punkte. Der Bart wird lang und länger. Genau. Diese kleinen Leuchtpunkte, was die an Licht bringen, das glaubt man gar nicht. Dabei hier in der Stadt so ein paar hier mal wegzunehmen. So, dann gehe ich doch mal nach Ilrodo. Wa? Wo war denn Ilrodo? Ne, Dattelkern war das, ne? Ja, da bin ich auch gerade. Mal auch jetzt. Und ihr könnt mir Material wieder ordern, ne? Hallo Schmersch, guck mal, Knochen. Abend. Knochen. Ja, wir haben ein paar Stinkebacken, die rumlaufen, ne? Naja. Geht ja gar nicht. Was machen meine Lamas eigentlich hier? Sind die noch da? Ja, sie sind noch da. Ist das nicht schön? Ist das nicht schön? Da gibt es gar nichts in dem Haus. Hier war es gestern, stimmt. Zack. Da rein. Die Knochen kann man ja mal mitnehmen, ist ja nicht verkehrt. Die Knochen mit. Das Gehirn nehmen wir mit. Falls mal eins ausfällt, da habe ich ein Ersatzgehirn dabei. Ja, brauchen wir heutzutage. Jetzt badet er hier im Brunnen, der Kerl, der Villager. Ich fasse es ja nicht. Ah, da bekommt er nicht mehr raus. Hier gibt es ja eigentlich nicht so ein paar böse Buben, die wir mal ein bisschen hier klatschen können. Hier ist ja gar nichts los hier. Wenn Dattelkerner ist ja total oder Hose. Den gibt es einen Dungeon. So, ihr seid den Dattelkern, ja? Ja. Sag die Wahrheit. Du hast mir gerade so beschwören. Ja. Passt. Gucken, ob der heute wieder reinkommt in den Chat. Weil ich gesagt habe, die letzte Woche darf er ja nicht mehr so lange machen. Da hat er gefragt, ob er mitspielen darf. Na klar. Wer hier nett Ja, anfragt, klar.
darf ja mitspielen, kriegt dann auch die ganzen Daten. Selbstredend. Smash? Ja. Dattelkern, ist das hier ausgeschildert in Silberburg? Ja, klar. Musst du doch wissen, du bist der beste Navigator. Ihr glaube ich. Du müsstest hier auf Händen hierher filmen, im Handstandgang. Du bist der beste Navigator, haben wir letzte Woche richtig gut mitgekriegt. Naja, ich frage lieber einen Smash, weil der mich nicht verklappst, so wie du. Ach, siehst du, ich wollte hier die Brücke noch fertig bauen, hier hinten, siehst du? Müssen wir noch eine Brücke noch bauen. Wo war nochmal der Weg, der gestopft werden muss? Hier müssen wir auch noch eine Brücke noch bauen, nach da drüben rüber. Wo denn? Welche Brücke? Ja, hier, wo ich gerade stehe. Da müssen wir auch mal wieder ein Bäumchen fällen. Ach, da. Was haben wir nicht hier? Gibt es nicht so einen dicken Baum hier? Willst du denn zum Gästehaus rüber, oder? Ja, hier einfach rüber zum nächsten Dungeon, was hier ist. Oder Gästehaus, genau. Einfach hier rüber bauen. So, ja. Oh, ich hol mal Holz. Ja, ist ja genug da. Oh ja. So, wo kann ich denn schon mal stopfen? Geh den Weg die große Treppe hoch, immer weiter geradeaus. Dann wirst du die Stellen schon finden. Okay. Behaupte ich mal. Wir kommen dann nachher dahin. Und wer das ist geflunkert, zieh ich dir das Fell über die Ohren. Würde ich nie erlauben. Naja. Oder Schmersch? Du brauchst da keine Rückendeckung bei der Brücke. Willst du friedlich nachts ein paar Bäume fällen, dann kommen irgendwelche komischen Leute vorbei hier. Verstehe ich nicht. Ich weiß, Tinkers haben auch wieder mit dabei auf dem neuen Server. Also ohne Tinkers geht ja gar nichts. Korrekt. Einmal eine kleine Brücke rüberbauen. Ich denke, das ist mit so einer der wichtigsten Apps, wollte ich schon sagen, Mods irgendwie. Also das bereichert schon ungemein. Also schon. Ein Schlüsselmod ist auch. Genau, ein Schlüsselmod ist auch wieder mit dabei. Das ist schön. Wir haben auch Basic draus, dieses Lagersystem, was wir hier haben, ist auch mit dabei. Das haben wir auch wieder. Also das läuft alles. Ja. So. Es hakte gerade ein klein wenig. Ja. Das Wetter ist ja momentan ja ein bisschen Kapriol, ne? Gestern Morgen war es richtig kalt. Ja. Um den Gefrierpunkt schon rum. Und, Achso, warte, ich, jetzt habe ich da irgendwie was. Ach, stimmt, weil der ganze SA3 bereit, stimmt, ja. Mein Fehler. Wir könnten ja auch mal uns den Witz mal erlauben, in einer alten Welt mal wieder zu spielen, ob wir uns da noch zurechtfinden. Kann ja auch mal ganz witzig sein. Nicht in der Welt jetzt davor, da noch eine Welt davor. Ich habe hier noch ein paar Steinchen hier. Ja, jetzt bin ich hier mitten auf dem Weg und gucke, ob ich euch finde. Seht ihr mich schon auf der Karte? Wir sind nur ein Dattelkern. In dem Dorf. Ja, du kannst schon mal weiter den Weg stoppen, dann kommen wir nachher dahin. Ja. Ich muss ihn erstmal finden. Was? Den Weg. Auf die große Treppe hoch. Ja, bin ich ja. Immer weiter geradeaus. Immer geradeaus, bis es nicht mehr geht. Dann wirst du die Stelle schon finden. Ja, ich sehe schon. Dann kommen wir mal zurück, dann gehen wir gemeinsam dahin. Mir hat unser Navigator versagt. Ah, kriegen wir ihn. Heute auf Arbeit fällt mir gerade an, habe ich meinem Freund noch gar nicht erzählt.
Meinte eine Kollegin, war mal die Doku mit dem Mengenvergleich war rot, von dem was halt dokumentiert wurde. Da haben wir uns ein, wo uns neu hingekommen ist, da war vorher in der Doku. Und sie, los, Mike, jetzt frag ihn. Sage, ja, ich frag ihn. Du, Patrick, die Lisa lässt dich fragen. Oh, du bist so ein Mistkerl. Hast du dich da wieder von deiner besten Seite gezeigt? Zeig mir noch mal meine besten Seite. Was denkst du denn? Könnt ihr mich denn über Ja, das hör mal, Mikrofon verstehen? ja. Klar und deutlich sozusagen. Ja, so wie es halt so. Ist hier drin im Baum gewachsen? Ich fasse es ja nicht. Und das denn? Gehen wir jetzt mal hier raus. So. Das sieht das dann ja schon mal so weit nicht schlecht aus. Bauen wir hier eine Tür rein. So. Sagt gestern Morgen so arschkalt und heute Morgen, das ist Ja. warm, windig. Bisschen Ja, also, merkwürdig. ja. Ich musste sogar kratzen. Echt? Also du hast keine Garage, ne? Nö. Oh, der Dreck geht ja auch wieder los mit der Kratzerei. Ja. So, wo sind denn die netten Herren? Oh, hier. So, denn hier. So, ich habe schon mal den Weg weiter gebaut. Hier mal kurz durchkämpfen. Ich das Laub entfernen hier. So, und hier kann ich stoppen. Der Tempo kann sich dann wieder mal ein bisschen um Material für mich kümmern, bitte. Ja. Sei mal ein Gentleman. Bin ich immer. Mir wurde heute sogar die Tür aufgehalten auf der Arbeit. Da ist mir ein Hof gemacht. So, da können Sie. Naja, viel kann ich hier noch nicht machen, ne? Na, schauen Sie doch mal. Haben Sie denn Materialien, Herr? So, Schmerz, wie schaut es aus mit Geländer, oder? Ja, ihr habt ja so eine Vorliebe für Geländer. Ja, könnt ihr machen. Weil ich kann noch was bauen. Wie machen wir das denn? Brauchst du irgendwas? Ich brauche Material-Tambour. Warte, ich werde erstmal kurz ein bisschen. Ich muss ja mal ein paar Mammutbaumsetzlinge hier pflanzen. Vielleicht gehen die ja noch an, solange wir hier stehen. Höre hier doch eine Spinne. Spindel? Irgendwo krabbelt ja eine rum. Ich sehe eine. Da war eine. Da war eine. So, dann gehen wir ein bisschen Holz fällen. Ich gehe mal runter. Ach, hier unten ist noch ein Spinnenspawner. Auch das noch. Oh. Meine Spawner hier abbauen. Hier drunter ist genauso ein Dungeon hier. Ne? War ja wieder logisch. Hier eine Schallplatte haben wir. Nehmen wir mit. Können wir schon Musik hören. Ist ja nicht Das verkehrt. ist gut. Nein. Dann geht es ja weiter gleich in so ein. Oh, nee, da gehe ich nicht weiter. Das könnt ihr knicken, Freunde. So, was wollte Schuki? Material haben? Material, damit ich wieder weiter Hast du stopfen keins kann. mehr? Zu wenig.
Habe ich im Lauf gebraucht, ne? So, kriegst gleich Material. Ich muss mal kurz hier bisschen hier ein paar Materialien hier mal umpacken, was ich alles hier so habe. Was brauchen Sie denn, junge Frau? Entweder Cobblestone oder Bruchstein. Okay. Beschäftigt, dann gehe ich mal irgendwo hinten, war da eine Mine hier gewesen. Das weiß ich doch noch. Bum, 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 bum. Irgendwo hinten bin ich nochmal runtergegangen. Hüpf, genau hier war das. Aua, ich hab's Loch gefunden. Ich glaube, die von unten war noch mehr gewesen, oder? Was sehen wir hier? Limestone, Siltstone, oh Gott. Siltstone kann man nicht schisseln, glaube ich, ne, Schmersch? Nee, das ist nur zum Stopfen gut. Dann gehen wir hier mal rein. Achso, das war ja die Mine hier unten, stimmt ja. Da war ich im Schmersch ja auch schon drin hier unten in der Mine, ne? Oder? Weiß ich gar nicht. Möglich. Ich habe jedenfalls Basalt. Ob ich jetzt mal mein Infi-Miner nehme und gucken, wie der ist? Ach, ja, lohnt sich. Ich muss ja mal Licht machen hier. Och, was seid ihr denn für süße Dinger hier? Hallo? Kommen die denn her? Geht ja gar nicht. So. Lass mal wieder ein bisschen umpacken hier, was ich alles schon mitgekriegt habe hier. Toll. Das war jetzt genau der verkehrte Rucksack. Ich bin auch ein Deppen. Der verkehrte Rucksack hier alles. Hat auch keiner aufgepasst, ne? So, diesen Rucksack müssen wir noch nehmen. So. Und weiter geht's. Und das Ding ist nicht schlecht. Ups, ich habe Golderz gefunden. Ups, ich habe einen Dungeon gefunden. Oh. Hallo. Yeah. Ich habe Gold gefunden. Braucht jemand Gold? Nicht alle auf einmal. Ui. Das ging aber ratzfatz, ey. Wo ist denn jetzt der Weg, den ich stopfen könnte? Nun gedulden Sie sich kurz mal, junge Frau. Ich bringe jetzt Material. Reicht dir das? Machen Sie das. Bleierz, Golderz. So. So, ich komme jetzt mal wieder zurück. 10 Erz. So. Ich habe ja schon mal ein paar Mods jetzt auf meinem Discord vorgestellt für den neuen Server. Mhm. Kann man sich mal ein bisschen schlau machen, wer möchte. Ich glaube, ich lasse das wie immer alles auf mich zukommen. Aber denkt an, einseitige Ernährung ist ungesund, ne? Ja. Ich darf noch die Zähne ausfallen, Skorbut und sowas. Ah, man kann ja mal Ofenkartoffeln. Ja, das ist ja bei Vitamin C-Mangel, fallen sie dir aus. Man kann ja auch mal Ofenkartoffeln essen mit Sour Cream, Ofenkartoffeln essen. Mit Leberwurst und was weiß ich nicht alles. Leberwurst. Oh. Mm. Lecker. Feine Sache. So schön Leberwurst mit Schnittlauch? Lecker. Ich mag überhaupt keine Leberwurst, mochte ich noch nie. So, ich hab Material.
Sie haben Material. Und wo sind Sie? Hier im Dorf. Wenn dann noch nachlesen, was die Glocke in den neuen Versionen im Dorf bedeuten. Aber die kann man ja in der neuen Version in 1.18er erläutern. Was das zu bedeuten hat, echt? Ja. So. Also bin ich hier im Dorf. Kommt keiner? Siehst du, Mäuschen? Die Katze kommt. So, ich bin hier. Stehe direkt vor dir, mein Schatz. Kommt ja gerade wieder Katzen-Content hier durchs Bild. Das macht sie zu gerne. So, jetzt müsstest du eigentlich alles haben. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Decks. Ja, aber bisschen, das habe ich auch noch. So, und wo ist der Weg? Der Weg hier hinten ist fertig? Über die Brücke, der Weg ist fertig? Über die Brücke habe ich. Soll ich mal Bauabnahme machen, Geländer und sowas? Denke mal, das gilt ja als abgenommen. Das sieht ganz gut aus. Ja, Sicherheit geht vor, ne? Oh wow, jetzt hat aber der Schmersch aber richtig hier was hingebaut. Oh, meine Güte. Gleich mal ein Bildchen machen hier. Zack. Also wenn er schon mal was Geländer mit Brücke baut, dann baut er es ordentlich, ne? Sieht gut aus, gefällt mir. Weil Bilder sind immer ganz wichtig. Ja, erschreckt mich dann immer, wenn ich dann nach dem Stream halt die Bilder auf dem Discord einstelle. Wie viel sind denn das noch? Gut, dann ja. Wollen wir hier eine Runde schlafen oder wollen wir mal wieder durchdackeln? Durchdackeln, ich muss meinen Weg weiterbauen. Wenn er mir mal zeigen würde, Tempo. Nur nicht die Treppe hoch und immer geradeaus. Okay. Das ist blöd. Probier's halt nochmal. Komm, jetzt gehen wir da hin. Vorher packe ich meinen Infi-Miner wieder weg. Da kommt irgendein blödes Server-Dingsbums wieder und klaut mir mein Werkzeug. Ja. Oder man klickt einmal zu schnell und dann falsch und dann plötzlich husch, hat man. Genau. Rennt man weiter und dann, ich habe das und das verloren, rennt man zurück. Weg. Despawned. Super. Weil jetzt geht's, aber hat man ja genug Sachen, alles da, um das Ganze aufzurüsten und sowas. Aber am Anfang ist das immer ärgerlich. Ja. Das sah also abgemagert aus. Ich dachte, ich erlöse es mal. Ah, ist besser. Also hier könnte man eigentlich noch draus bauen hier. Oder bleibt Natur behauen. Oh, guck mal diese schöne Brücke mal an. Mhm. Rundum geschützt. Sogar überdacht. Kommst du trockene Fuße von einer Ecke zur nächsten. Ich glaube, das war nicht mal allzu viel. Nur ein paar Blöcke noch bis Ilrodo.
Sollen wir nochmal einen Krautburger essen? So viel habe ich gar nicht mehr, stelle ich gerade fest. Na ja, ich will, kriegen wir auch hin. Aua. Hat man sowas schon mal gesehen? Alle auch beim Essen gestört. Echt. Hier ist so ein kleiner feuriger Berg. Ja. Das Schöne an Minecraft ist, das entspannt so herrlich. Ja, das ist auf jeden Fall. Oh, auch mit Geländer. Gut. Das ist auch süß, wenn sich die Tiere schlafen legen. Hier zieht es aber ganz gut gerade. Ja, um so eine Jacke gut zu machen, bis oben hin. Oh, hier geht's aber. Geht's runter hier. Uiuiui. Auch Geländer. Ja. Jetzt geht die Katze hinter meinem Drucker wieder rein. Oh. Smash, das süße Vieh geht sogar auf den Tisch. Ja. Ja, macht auch Spaß, glaube ich. Ja. Aber es soll eigentlich nicht auf den Tisch, ne? Also der Tempo, der sagt immer nein. Also bei mir gibt's das auch nicht. Muss ich es denn wieder reinquengen? Oh. Was ist doof? Was ist so klein? So sich frei entfalten. Und du? Nee, hier ist schon fertig. Wann wurde das denn fertig gebaut, bitte schön? Ach nee, hier. Hier ist noch ein bisschen was zum Bauen. Wo ist es? Da irgendwo war noch was. Da oben ist eine Höhle, da gehe ich jetzt mal hin. Oh, das ist ein Durchgang. Auch nicht schlecht. Auch schön. Das gefällt mir doch auch. Der Schmersch macht schon wieder Silvester hier. Üb schon mal. Jawohl. Zack. Die haben den Dungeon wieder geplündert hier, oder? So, da ist die Sache hier fertig. Was machen wir jetzt? Was ich hätten wir von hier aus gesehen irgendwo. Wie sieht's bei euch auf dem? Warte mal, wo sind wir denn? Wir können ja zur Richtung Westen gehen. Da haben wir noch ein großes schwarzes Feld, wo wir drumherum gebaut haben. Müssen wir es erforschen? Ja. Das wenn euch das recht machen. Ist. Wir warten mal, bis Schoki fertig mit bauen.
Wir eigentlich ja hier auch Ah, übrigens, Lösungen. hatte ich ja gestern, ich muss ja gestern kratzen. Und natürlich, wie es so ist, so mache ich dir den Kofferraum auf und der Eiskratzer ist weg. Haha, kenne Und ich. weil es dunkel war, habe ich gesagt, naja, jetzt irgendwie suchen, das ist aber auch doof. Da hatte ich natürlich noch eine CD-Hülle in der Fahrertür. Da hab ich die genommen. Geht. Also Geht auch. wenn es nicht zu harsch ist, so der ganze Frust, dann geht das tatsächlich gut. Genau. Ist eine Menge Holz drin. Diese Betten drin, sieht auch gut aus. Sagt, ausreichend Dekomats haben wir auch drauf. Ja, hoffe ich doch. So, hier muss auch noch eine Ecke noch zugebaut werden. Hier ist auch noch was. Uiuiui, ah, hier ist Loch im Boden. Eieiei. Echt? Ja, hier geht's direkt runter in den Dungeon. Abfahrt. Haha. Haben wir hier irgendwo. Ach du Scheiße. Da kommt doch kein Postbote mehr, oder? Kann ja auch schon ein bisschen zubauen. Ansonsten ist das Land ja relativ flach. Was haben wir hier? Wenn man hier so reinfällt, dann tut es nicht mehr so weh. Es geht jetzt. Ja. So, hast du die letzte Ecke da unten auch fertig gebaut? Ja. Machen wir Kontrolle hier, ob das wirklich ist. Sehr gut. Ja, dann können wir uns ja Richtung Westen halten, oder? Gut, gehen wir Richtung Westen mal. Halt, das ist Norden. Westen, da müssen wir lang. Aber hier haben wir ein großes Meer, wa? Müsst ihr einmal mit dem Boot fahren, oder? Gucken, wie groß das Meer ist. No. So, ich kann euch hier mal mitnehmen im Boot, wer möchte. Oh, ich habe auch meins gerade rausgekramt. Warte, ich springe rein. Geh langsam rein, nachher kentern dann war. So, ich sitze drin. Wäre ich auch? Gut, dann fahren wir auch mal. Und das ist alles hier, was hier in der Gegend ist, ist alles Wasser hier, wa? Kann uns ja passieren. Hier kommt schon wieder Festland. Also die Gegend gibt hier hinten nicht allzu viel her, glaube ich, oder? Viel Kies. Verdammt viel Kies. Erinnert dich an zu Hause, ne? Nur hier ist er weiß. Genau. Dahin müsste hier so ein Schlamm. Da gibt es Oder Schwamm. Steingarten. Da gibt es Krabben. Da unten ist ein Wrack. Hier kommt dann wieder Land. Jetzt wäre ein bisschen wieder da lang. Okay, hier gibt es eine Menge Land. Hier sind noch die Reste einer verfallenen Strandhäuschen. Ah ja. Und hier ist Ende im Gelände. Dann können wir auch an Land gehen hier, wa? Da wo es schön flach ist, weil Schubi kann nicht schwimmen. Ich kann ja wohl schwimmen, echt im Leben. Du es ja nicht. Wie bist du oben ohne? Oh! Ich habe gerade Frauchen gehört. Hat gemacht. Du
Wo sind wir jetzt? Sind wir da? Okay. Jo, gern mal. Ups, wollt jemand das Fleisch haben? Nö, nö. Hallo. Ich hab jetzt zufällig, ich hab auch ein großes Hühnchen gerade eingepackt. Ach so. Ich hab meine Schokolade und dann bin ich zufrieden. Und da, nix da. Da ist da was da, da ist ein Spinnensporner da oben. Oh, spinnst voll, wa? Ich würde sagen, wir müssen jetzt auf die andere Seite rüber, wa? Machen wir ein bisschen Entdeckungstour. Ja. Lange Zeit nichts Tolles entdeckt, ne? Kann das sein? Nee, irgendwann in vor, weiß ich, vor wie viel Folgen, irgendwann haben wir auch so ein schönes, so eine kleine Burg entdeckt, ne? Hm. Also das war jetzt eigentlich gar nichts. Gibt's Brot und Sand? Kann wieder fliegen. Ja, aber flieg nicht wieder gegen einen Baum oder sowas, ne? Das halt dann immer so. Ey, ganz vorsichtig, ja, junger Mann. Ich muss erstmal hier was hier umpacken. Wie ist Sachen hier schon wieder? Das gibt's ja wohl gar nicht. So. Somit müsste diese ganze Schwarze aus der Zwischendurch sich bald mal legen. Hier gibt's Schäfchen. Eine Tube Treibsand gibt's hier. Gibt's ein paar Kojoten, Treibsand, Kojoten, Schafe. Was sind wir denn gerade? Da. Da wird noch einiges am Wasser noch sein drumherum. Da werden wir nichts groß entdecken, glaube ich. Oh Gott. Aber man weiß es ja nicht, ne? Ein paar Quietschbäuse oder was wäre doch mal ganz nett, ne? Oh, ne. Oh, ja. Hier geht's runter in eine Mine, irgendwas. Jetzt haben wir am Anfang in der ersten Staffel nach diesen tollen Steinmonumenten gesucht, damit wir Rohstoffe ganz schnell kriegen. Ja. Und wird so, ach ne, brauchen wir, interessiert mich nicht. Jetzt lässt du jetzt links liegen und ja. So ändert sich das. Das ist wie wenn du Siedler spielst, ne? Am Anfang, oh, bis alles kommt, das dauert so lange. Dann ist genau die Mittelphase, wo alles gut läuft, wo du richtig im Flow bist. Und dann kommt die Endphase. Nee, brauchst du nicht mehr, du hast genug, willst auch nicht mehr. So, dann gehen wir mal weiter hier, so ein bisschen hier. Ups, Vorsicht, Treibsand. Hier schwimme ich jetzt mal rüber. Wollen wir uns schlafen legen oder wollen wir weiter gucken und laufen? Gucken und laufen. Das ist meine Meinung. Was sagt der Schmersch? Laufen ist gut. Es regnet. Toll. Toll. Hat es die letzten Tage nicht genug geregnet? So, hier regnet es nicht mehr. Bleib mal stehen. Ist das Schmerz? Das ist irgendwo. Das ist vor uns. Lässt du von jedem schlagen, ne? Hm.
Oh, ein Gewitter! Ups, Vorsicht! Vorsicht hier! Da geht's runter! Ich hab Freunde. Oder da hat der Blitz eingeschlagen. Hey. Wo hat der Blitz eingeschlagen? Genau hinter dir. Wo du gestanden hast. Echt? Ja. Du Scheiße. Ich riech mal kurz am Popo. Stimmt, der riecht verbrannt. Ey, sag mal, ich hau dir gleich die Kopfsalat an. Kopf, ey. Komm hierher, hier. Was? Du denn da für schräge Vögel da bei dir? So ein Scheißwetter hier, oder? Hat das Wetter hier eingeladen, bitteschön. Das ist ein Dorf, ne? Kennen wir das schon? Wo ist ein Dorf? Du siehst ja, wo bist du? Wo ist ein Dorf? So Richtung, genau die Richtung jetzt. Ja, dann gehen wir doch mal hin. Oh. Das begrüßende Komitee ist auch schon da. Allerhand. Noch einer. Irgendwo ein Nest sein, ja? Oh, hier gibt es eine kleine Brücke. Oh, hier gehen wir nochmal rein. Ja, hier müssen wir aber ordentlich ausbauen. Das sieht hier aus. Ja. Frau drüben. Das ist ja ein Frauchen. Ja. Also, es hat aufgehört zu regnen. Gibt es hier irgendwo ein Haus, wo wir übernachten können? Hier alles so zugewuchert hier. Tja, hier drüben regnet es wieder. Auf der Stelle nicht. Das wäre doch gut für ein Gästehaus. Hier können wir uns mal hinhauen, mal schlafen. Oh, das können wir auch noch richtig aufpimpen hier, ne? Pimp my house. Ich habe jetzt 18 Fäden. Was kann man mit 18 Fäden machen? Gehen wir da 3 Betten raus? Jetzt habe ich 4 Wolle. Jetzt weiß ich, was ich in der letzten... Nee, reicht alles nicht. Jetzt weiß ich, was ich in der letzten Folge machen wollte. In Kairo ordentlich Spinnen klatschen. So. Zack. Hier ist das Gästehaus, machen wir wieder die Tür zu. Zur Sicherheit. Dann bauen wir erstmal eine Werkbank. Und zwar eine Tinkers-Werkbank, weil die besser ist. Bauen wir dahin. Können wir hier die Nacht kurz hier machen? Tschack, tschack, tschack. Erstmal so ein bisschen hier Grundlagen einrichten. Ach, der Schmerz hat da schon was hingebaut. Ah, Hühnchen. Gewartet Hühnchen. Aber Schmerz, das räuchert doch hier wie verrückt. Ja. Hühnchen geht vor. So, habe ich noch irgendwas an Material hier drin, das wir nehmen können?
Das heißt, da müssen war jetzt, aber es räuchert doch. Da müssen wir einen Schornstein bauen, Schmerzschatz. Oder das Hühnchen? Dann ist das doch Wie schlecht. Wie heißt denn der nochmal? Wie heißt denn der Schornstein dann nochmal? Chimney. Achso. Schön. Apropos, neulich, Chimney, fällt mir gerade ein hier das Schornsteinfegerlied, ne? Genau. Und Mary Poppins. Neulich hast du wieder gesehen, den Film. Richtig schön. Mary Poppins ist ein schöner Film. Ja, auf jeden Fall. Sehr, sehr schön. Können wir auch mal wieder gucken, Mary Poppins, ne? Ist die ein Mann, Mädchen, der ne? Krauskopf heißt und eine Glatze hat. Bis das ja, genau, mit dem Onkel, der unter dem, unter der Decke hängt, ne? Genau. Ja, das ist gut, immer so legendär. Ja. Oh, ja, herrlich. Ja, der Film ist super. So, jetzt haben wir hier Rauchabzug, das raucht. Alles richtig gemacht. Aber jetzt wüsste ich erstmal, wie komme ich hier wieder nach Hause, dass ich Dekomaterial holen kann, dass ich hier ein bisschen ausdekorieren kann. Es ist ja nichts hier. Ja, erstmal erforschen wir, erstmal gucken, ob es hier einen Wegstein gibt. Wenn nicht, müssen wir dem Ort einen Namen geben. Also gibt es ja böse Leute hier überall irgendwo, müssen wir aufpassen. Gucken, ob es hier irgendwo einen Wegstein gibt. Auf jeden Fall gibt es hier schon mal einen Dungeon. Ist ja meistens, wenn so ein Ort in der Nähe ist, ne? Das ist der alte Wachturm von Amon Sul. Ach, Herr der Ringe, müssen wir auch mal wieder gucken. Ja. Hätte ich auch mal wieder Lust. Bin gerade dabei, wieder auf Amazon, Werbeblock, Amazon Prime, die erste Staffel von Rat der Zeit zu gucken. Kann ich nur empfehlen. Ja, das ist wirklich klasse. Was auch cool ist, ist Babylon 5, ne? Ja. Ich bin etwas älter. Ist auch egal. Also dieser Ort hat hier keinen Wegstein, wenn ich es richtig sehe. Ich habe jedenfalls keinen gefunden. Habt ihr einen gefunden? Nee, ich kümmere mich gerade um dieses Bodenpersonal. Ich kann gerade nicht. Da müssen wir ausreden. Kann nicht, will nicht, macht nichts, tut nichts. Ja, diese ganze Vollhaus hier, ne? Wie war das? Habe ich letztens auf Instagram gelesen. Ich fühle mich wie im Asterix-Comic. Ich treffe nur kann nichts, will nichts, tut nichts, macht nichts. Ja, das kennt man. Kann nichts, will nichts, muss nichts. Solche Kollegen liebe ich ja wie Fußpilz. Was du mich alles liebst, meine Güte. Ja, das wüsste ich aber. Also dieses Ort hat nichts. Es hat nichts. Kein Wegschein, kein gar nichts. Das heißt, wir könnten das aber vermerken. So, Preisfrage an alle. Wie soll das Dörfchen heißen? Dorf. Wie wollen wir es nennen? Gute Frage. Limone. Limone? Limone. Gut. Mit Doppel-I? Da sind wir frei. So. Heißt es Limone. Das habt ihr jetzt davon, so. Gut. Ansonsten gibt es ja nicht groß was. Zack, zack. Und das mit da rein, dann passt das auch wieder. Wunderbar. Es hat aufgehört zu regnen. Gut. So, können wir mal ein bisschen weiter wieder gucken, ne? Oder? Ja. Richtung Norden so ein bisschen. Es regnet habt ihr wieder. Ich habe genug zu essen da. Ich habe noch 8 Krautbürger, sollte eigentlich reichen. Naja, das reicht bestimmt nicht. Bei deinem Hunger? Ich kann nicht so viel essen. Hier ist Loch in Erde. Ich glaube, ein tiefer Riss zieht sich durch die Landschaft.
Oh, es ruckelt. Server bleibt stehen. Geh nicht unter. Eine große grüne Ebene. Mit einem großen Wasserloch. Noch ein Wasserloch. Braucht jemand Smaragde? Ja? Kann er was haben? Dann nehme ich die mit. Das sind 4 Smaragde, die ich jetzt habe. Warte mal, Tembo. Ich habe noch 2-mal gebratenes Kaninchen, das gebe ich dir. Brauche ich nicht, danke. Oh nee, was machst du mit der Katze, Smash? Tu ihr nichts. Ich bin unterher. Ey, du. Man kann natürlich die Schnurrhaare, das ist ja süß. Ja, die Schnurrhaare, das taugt alles noch, sag ich mal. Oh Schatz, kannst du davon mal ein Bild machen? Wo seid ihr denn? Hier bei der Katze. Der Kuh hat diesen Schnurrbart. Den... Ja, bleib doch mal stehen. Das... Rennt die Katze weg, toll. Seid ihr mal einen Namen geben? Vielleicht kommt sie dann hinter dir her. Kann man das nicht? Bleib doch mal hier, ey. Süßes Vieh, ey. Silvester am besten. Oh nee. Kannst ja gleich Klodeckel nennen. Für irgendein Geist. Ein Geist? Smash, guck dir mal diese Schnurrhaare an. Irgendwo schwirrt hier ein Geist rum, ich höre ihn doch. Oder ist unter uns? Ja, ich glaube fast. Kann doch direkt unter uns sein. Ja. Der ist unter uns irgendwo. Ja. Das ist die Katze knuffig. Das ist Smash. Ich finde diesen Schnurrbart so legendär. Ist doch herrlich, sowas. Ja. Ups, ich nehme ein Bart. Nee, ein Rauschebart, das ist unerotisch, das ist ein Liebestöter. Also wenn er zu lang ist. So, laufen wir hier mal ein bisschen lang. Aber wenn Bart so richtig schön gepflegt ist, dann sieht das gar nicht mal so schlecht jo. Aus. Aber jetzt, wenn er aussieht wie so ein Weihnachtsmann, nee. Ein Spinnsporn, ne? Den können wir lassen. Hier ist eine heiße Quelle, wenn einem ein bisschen kalt ist, ne? Ja, mir ist den ganzen Tag schon kalt. Wo ist denn unser talentierter Laberschwimmer Schmersch überhaupt? Das ist auch süß. Smash, guck dir mal die Kaninchen an. Gut, ne? Was ist denn jetzt schon wieder? Ja, aber bleib doch mal so stehen, dann nehme ich mal so schön auf hier so. Zack. Das ist ja süß. Herr Kaninchen. Herr Kanickel. Herr Kanickel, genau. Sagt er doch gar nicht. Herr Kanickel und Herr Kanickel bleibt ja nicht stehen. So, kommen wir eigentlich gerade lang. Ja, das sieht ganz gut aus. Ein bisschen die Zwischenwelt hier erforschen. Okay, ich habe hier Haferflocken. Oh, das ist lecker. Haferflocken. So. Ja, hier ist schon wieder das große Meer. Aber wir haben jetzt oben angeschlossen. Das heißt, wir könnten von hier jetzt wieder in die Boote steigen. Wollen wir machen. Oh, wie süß da oben. Wie da süß da oben wohl, ne? Da oben musst du mal hingucken. Ach, deine Schleiminsel wieder. Da ist sogar ein Schleimbäumchen drauf. Nimmst du mich mit, Schatz? Naja, weil artig bist. Immer artig. Okay, dann fahren wir nochmal. Da, wo es noch schwarz ist, da müssen wir mal ein bisschen Froschi machen. Ich dachte, was von einem Schleimbäumchen. Dein Schleimbäumchen ist inkontinent. Da fällt was raus. Kurz Nachblick mal, wir sehen, was unter Wasser los ist. Ist nichts. Gibt's nicht viel. Schade eigentlich.
Müssen einmal so Unterwassertempel mal angreifen, oder? Na super, viel Spaß. Wollte der Schmerstein Helm eigentlich hier mit Unterwasseratmung? Wollte er den hergekriegt? Das hat mal irgendeine Lohe, also irgendwas, was mal auf dem Weg, als ich auf dem Weg zu Coolman City und da ist ja irgendwo eine Lohe und die hat das dann mal gedroppt. Die Küstenlandschaften. Du hast ja Unterwasseratmung, geht ja wunderbar. Und man muss halt hier unten eine Tür reinstellen, wo man wieder dann halt Luft kriegt. Indirekte Schieten, ne? Mhm. Oder eine Fackel kann man, glaube ich, auch hinbauen. Unter Wasser? Nee, die wird ja weggeschwemmt unter Wasser. Bin ich der Meinung. Gekümmert sich. Ah, Dangeon? Und Dangeon ist so meistens auch ein Dorf, oder? Eigentlich ja. Sehen wir auf der Karte hier irgendwas? Sind wir jetzt überhaupt? Wir sind da. Ne, da zeigt aber nichts an. Und dazwischen ist dann nur noch Wasser, was wir haben. Haben wir jetzt. Upsala, habe ich jetzt drauf gedrückt. Oh, wird gerammt hier. Wir haben Autoscooter. Ja, ein Autoscooter. Smash musste Autos aufbocken. Das macht viel mehr Spaß als rammen. Oder in der Ecke dringen, das geht auch. Und meistens bei Leuten, die du nicht abkannst, die dich vorher gestänkert haben. Sind wir jetzt macht das richtig Spaß. Dass wir wieder Richtung Westen fahren müssten wir eigentlich. Habt ihr das früher auch gemacht, Smash? Autoscooter? Ja, klar. Ram? Klar. Alles, was ging, ne? Natürlich. Ich hab mit einer Freundin schon mal von einer Schulkamerade, die wir alle nicht abkonnten, haben wir das Auto aufgebockt. Oh. Ja. Sieht ja. Fand's lustig. So kennt man dich halt, ne? Ja, wir haben ihr nachher auch wieder geholfen, klar. Der Dingsbumsbesitzer da hat auch geholfen. So, hier zwischen ist noch fast dann nur noch. Da ist dann nur ein ganz kleiner, schmaler Streifen, der dunkel ist. Ich glaube, wenn du den Lenker andersrum gedreht hast, bist du sogar damit auch rückwärts gefahren. Mhm. Ja, genau. Genau. Rückwärts und dann rammen. Was macht da am meisten Spaß? Kennst du noch Berche und Talbahn? Ja, so auf dem Schützenfest und so, ne? Ja, genau, die Dinger. Gibt's heute, glaube ich, auch nicht mehr, ne? Heute muss ich das links rumdrehen, rechts rumdrehen, Kopf überdrehen, seitwärts drehen. Kommst du scheintot raus, ne? Ja, ist indirektes NASA-Training, ne? Ja. Ach, hier sind wir wieder hier vorne, wo wir vorhin auch schon gerade waren, ne? Jetzt fahren wir hier die Küste ab. Hier ist die verfallene Hütte. Onkel Toms Hütte, ne? Bisschen eingefallen. Ja, hatte ich früher ein Hörspiel von Onkel Toms Hütte. Ich hatte als Hörspiel hatte ich zwei Kassetten von Störtebeker und Robin Hood gehabt, zwei Stück. Nee, die hatte ich nicht. Hier ist ein Dorf. Kennen wir das Dorf hier schon? Waren wir nicht hier, oder? Ach, die haben hier sogar ein Boot stehen. Guck mal an hier. Guck mal, die sind fortschrittlich hier, wa? Wirklich? Hier kann man anlegen. Ey! Sind immer lieb zu dir und du verpolterst mich hier nur. Entschuldigung, ich wollte nur das Ding noch abbauen. So, wie heißt das Dörfchen hier? Waren wir hier schon mal? Hier sind Wegweiser, aber noch immer den Feldfilm auf den Steinen. Dann können wir hier gleich ausbauen, vielleicht wieder so ein bisschen, ne? Und vielleicht wieder Wege bauen, ne? Also hier geht's nach Agra. Ne, hier waren wir schon mal. Das ist Agra. Hier waren wir schon mal, glaube ich. Hier geht's nach Agra. Das. Oder? Gibt's hier einen Wegstall? Ja, hier ist einer.
Technatec. 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 Okay, dann. Dann merkt man gleich immer drauf, wa? Wo sind wir denn jetzt hier? Da sind wir. Da ist ein Weghaus. Da ist Limone. Aha. Ist nicht weit bis Limone. Tech, wie hieß das? Tech? Natech, Tech, Natech. Tech, Natech. Das hört sich fast klingonisch an. Ja. Tech, Natech. Wirklich? Klingon? Dann können wir hier doch mal gucken, ob wir hier ein bisschen was für den Ausbau tun können, ne? Erstmal brauchen wir Material. Gibt es irgendwo eine Mine? Irgendwo so ein Eingang zu so einer Mine? Ja, hier, oder ne, Treibsand. Treibsand, schlecht. Ah! Das sieht doch ganz danach aus. Kurz ein bisschen Ungeziefer beseitigen hier. Ich habe ja einen Mineneingang gefunden, ne? Also. Hier geht's runter. Gibt's auch ganz viel Eisen. Das ist doch cool. Was über Kopf abbauen ist teilweise nicht gut, ne? Kann ins Auge gehen. Wenn ihr weder Wege schachtet, dann stopfe ich wieder, ja? Müssen wir Material sammeln jetzt erstmal hier. Was haben wir hier? Black Granit haben wir. Shale haben wir, Shale. Und machen wir mit Shale die Wege, oder? Heute schon geschält? Dann gibt es Eisenbeeren. Machen wir eine kleine Erkundung hier. Hier komme ich nicht weiter. Mal kurz mal einen Durchgang machen. Und hier ist Ende im Gelände. Okay. Gut, da geht es nicht weiter. Hüpf, hüpf. Von da gekommen. Jetzt hier wieder raus. Hier geht's raus, genau. Hier gibt's Kohle. Also ein bisschen Material gibt's hier. Komm mal ein bisschen. Was bist du denn hier? Geh weg. Oha! Oha! Ah, hier ist eine tiefe. Tiefe, tiefe, tiefe Schlucht. Ganz gefährlich. Okay. Ich hole mal ein bisschen Material schon mal. Jo, jo. Für den Weg können wir auch Schälen nehmen, auch für den Weg, oder? Ja, kann man auch machen. Ich habe hier aber trotzdem noch hier. Ich fahre mir erstmal, dann ist gut. Wenn man hier runterfällt, kommt aber kein Postbote mehr. Dann machen wir hier gleich erstmal hier wieder zu hier. Mit Jail. Da ja keiner runterfällt. Schlimmer an schwarzen Granit ist, man sieht nicht, wie weit man die Sachen abbaut. Ja, das kann typisch sein. Das werden wir schon hinkriegen hier. Ganz vorsichtig hier runterbauen. Ganz vorsichtig. Toll, ich bin auf Erde gestoßen. Super.
Ich habe Ton gefunden. Wo kommt ein Ton bitte schön her? Ui. Erstmal Licht machen. Der schwarze Granit, der ist da wirklich ätzend. Oh, oh. Ich bin jetzt hier unten in der Schlucht. Oh, wo kommst du denn her? Wo kommst du denn her? Geh weg. Oh Gott. Gut, da geht's nicht weiter. Da ist Ende im Gelände. Wollen wir mal sowas entdecken wie die Wundermine? Das Ding ist doch genial, oder? Ja, das ist ja super. Die Wundermine, die war doch echt legendär. Ich bin jetzt hier unten tief in der Schlucht drin. Ja, ich komme da jetzt auch mal hin. Deine komischen Freunde hier, ey. Okay, hier ist Ende im Gelände. Nächste Kapuze hier. Aber ihr lässt sich bestimmt was draus machen. Ah, bist du da? Da unten drin. Mein trockenes Fuß ist hier durch. Jo, sieht doch gar nicht mal so verkehrt aus. Brauchst du Material zum Bauen oder Schippen? Ich kann ja nirgendwo stopfen. Aber kannst ja trotzdem erstmal welches machen. So, hier geht's raus. Sieht ja ganz gut aus. Oh, Essenzbärenbüsche, die gebe ich erstmal zu Hause. Mach das. So, wo ist der Schmerz? Wow, hier ist. Wow. Oh, ist aber gefährlich. Was? Der Grund so schon wieder wäre. So. Hat denn schwer zwischen irgendwas gesucht für ein Gästehaus? Gibt es hier sowas, wo man einziehen kann? Nee, habe ich noch nicht nachgeschaut. Das Schrankband. Und sag mal hier. Was? Der, hier brüllt doch schwer einer so komisch. Was ist der denn? Ach, da oben ist der. Der Feueroger. Erledigt. Dann gucken wir nochmal. Hier gibt es Haufen Bibliotheken hier, weißt du das? Hm. Bibliotheka. Jedenfalls kein großes Dorf, hat aber wenigstens eine Kirche. Aber jetzt so ein richtiges Häuschen, wo man übernachten könnte, gibt es ja gar nicht, ne? Gar nicht, ne. Ist ja gediegen. Das ist die Schmiede. Hier schon was ausgeschachtet. Dann bauen wir uns hier unser eigenes Häuschen doch hin, oder? Wollen wir das machen? Wie komme ich denn jetzt zurück, dass ich was ausdekorieren kann? Ich komme gar nicht mehr zurück. Klar, okay, da komme ich doch hin. Aber ich komme doch nicht wieder zurück zu diesem Dorf. Hast du es entdeckt? Ja. Ja.
Aber du kommst ja, stimmt, du kommst ja nicht wieder zurück, stimmt, hast ja recht. In 4, 5, 6, 7. Machen wir 7 lang das Haus. Wir wollten ein Langhaus werden, was wir hier bauen. Oh, hier so ein Langhaus bauen? Nicht? Wie ist denn das Dorf da weiter hinten, ey? Was willst du denn zu Hause schon wieder? Ja, Dekomaterial holen. So. Ach, Limone haben wir ja auch nicht. Stimmt, da gehst du nach Limone hin. Mhm. Da haben wir da noch ein Weghaus. Limone. In Richtung Süden sind auch noch ein paar Dörfer, auch noch ohne Namen. Wie geht das denn? Ja, erstmal müssen wir hier so ein bisschen hier was vorbereiten, würde ich sagen, oder? Was meint ihr? Ja. Ja. Ich habe schon ein bisschen Weg Richtung Limone ausgeschachtet, aber wir können auch gleich uns um das Städtchen kümmern, damit die Bürger auch glücklich sind. Und überlegen, was wir hier für einen Fußboden reinbauen, welche Farbe unserem Langhaus. Wie soll denn der Fußboden werden? Welche Farbe? Ich habe ganz viel schwarzen Granit. Aber wollen wir echt einen schwarzen Fußboden machen? Mit Dunkel, ne? Dunkel. Bisschen dunkel. Aber ich habe auch nichts anderes dabei, glaube ich. Ne? Nee. Ich habe Marble. Hauptsächlich habe ich schwarzen Cobblestone. Ich muss nochmal runtergehen. Hier mach ich was für Stopf, ich aber erstmal hier. Wo war denn jetzt die Mine? Meine Fresse, wo bin ich denn runtergegangen? Wo waren das? Die war nicht weit weg. Das weiß ich ganz genau. War die nicht hier irgendwo? Hier war die Schlucht? Genau, hier war das. Dann guck mal, ob ich irgendwas Schönes finde. Limestone gibt es hier. Hauptsächlich Shale. Das ist alles so dunkles Zeug, was es hier nur gibt. Oder Shale. Wir haben hier nicht viel Auswahl. Oder ich muss jetzt einfach mal das Hämmerchen nehmen. Ja, dann kannst du mir... Ich bin gerade am Weg stopfen hier. Gucken, ob ich hier irgendwo durchkomme. Ob ich irgendwas anderes hier noch finde an. Aber nee. Ist alles nur Shale oder schwarzer Granit hier? Hier unten. Ah, hier. Hier ist Limestone. Das kann man ja mitnehmen vom Fußboden vielleicht. Ist zwar nicht viel. Da konnte gerade gar nicht mehr bewegen. Das hat da ein bisschen gehakt. Hier ist wieder Limestone hier unten. Irgendwo ist ja Wasser in der Nähe. Aber sowas von. So, was haben wir eigentlich alles hier? Aber da unten ist Wasser, gut. Also ich habe jetzt ein bisschen was.
Für die Fußboden. Da will ich ein bisschen Werkzeug und sowas schon mal bauen können, oder? Was meint er? Ja. Wie ging das jetzt hier hoch? Mist, Digga, welche bin ich schon vorbeigelaufen. Ja, bei den zwei, drei Besen vorbeigelaufen. Harry Potter. Mr. Potter. Genau. Einfach nur Harry. Harry, ja. Einfach nur Harry. So. Die Schokoladiebin sehe ich, den Schmerz sehe ich nicht. Das ist wahrscheinlich hier lang und schmutzig am Weg bauen, ne? Ja. Richtig. Richtig. So, jetzt habe ich hier einen Haufen an Limestone und das ist ja der Fußboden in Limestone. Frage an den Schüsselmeister, kann man Limestone schüsseln? Wahrscheinlich nicht, ne? Ah, ich glaube, es ist so wie Shale. Ne, ich glaube nicht. Doch, kann man schüsseln. Oder ich verwechsel das gerade mit irgendwas anderem. Den kann man schüsseln. Ja. Dann mal gucken, was wir damit machen können. Dann reiße ich das ganze Mist hier nochmal runter. Wenn ich jetzt hier so eine Hütte hier, so eine schöne Hütte hier reinbaue, dann soll der Schmersch auch zufrieden sein, wenn ich das dann richtig schön mache. Oh ja. Auf jeden Fall müssen wir hier nochmal eine Reihe Schälen mal draufpacken. Habe ich gerade selber zugebaut. Hey, ich bin ein Held. Helden in Strumpfhosen, ne? Aber Erde haben wir ja genug. Aber alles so hätten wir Erde, meine Güte. Ja, meine Güte. Dolomiti habe ich auch noch hier. Hühner habe ich auch noch hier drin. Du alles drin hast? Meine Güte. Das Huhn soll ja nicht mal rausgehen, das blöde Vieh. Was? Blödes Huhn, verschwind da. Geht doch. Was? Das Huhn greift mich an. Ach, weißt du noch dieses eine Huhn da, dieses freche Huhn da aus der einen Welt? In der 1-10er. Das verpisst dich, Huhn? Ja! So, das Huhn habe ich jetzt erledigt. Das hat es jetzt davon. So, kommt das Hühnchen auch rein, die Federchen kommen da rein, das kommt da rein. So, dann wollen wir mal gucken, was man damit jetzt schisseln kann. Jetzt bin ich ja mal gespannt, in welche Form man diesen Stein schisseln kann. In die üblichen Formen, die man auch so kennt. Zack, plonk. Haben wir gemacht. Das wäre zu viel hier drauf. So. Das so hier abgeteilt. Hinter Teil ist das Schlafgemach. So, jetzt mal gucken, was können wir jetzt noch mit dem Schissel jetzt so Schönes machen?
Auch mal Jelly Bean. Das sieht doch ganz gut aus. Nein. Nee, jetzt habe ich kein Limestone mehr. Das ist doch jetzt aber Mobbing hier, oder? Jo. Ich habe hier noch ein bisschen Shale für den Eingangsbereich. Das machen wir auch mal. Los, ein blödes Huhn. Ab da. So, was heißt jetzt davon? Hier noch ein bisschen Limestone für mich? Nee, wa? Nee, gerade nichts dabei. Das ist jetzt aber blöd. Ja. Dann gehe ich jetzt nochmal runter und ich hole mal ein bisschen Limestone. Schuki ist hier. Muss wieder gucken, wo es wieder runter geht. Wo war denn das? Verdammte Axt. Ja, ich habe einen Dungeon war es auch nicht. Oh, hier ist schon Wegbau hier. Meine Güte, ey. Au, Backe. Müssen wir noch Ortsschild noch bauen. Hier ist der Wegstein, müssen wir noch farbig noch unterlegen. Das war's auch nicht. Wo ging es denn jetzt hier? Verdammte Achse mal runter. Im Dunkeln sieht alles so anders aus. Ach, hier ging das runter. Ach, was bist du denn hier? Ich will mal kurz unter Tage holen, ein bisschen Limestone. Mach das. So, machen wir den hier auch nochmal alles hier weg hier. Ist der Limestone doch ein toller Stein, ne? Den schisseln kann. Mhm. Angefangen haben wir zuerst auf dem Tablet gespielt. Ja, die Pocket Edition, oder wie sie heißt. Ach ja, diesen Zinnober kann ich mich auch noch dran erinnern. Ja. Da haben wir auf der Couch gesessen und haben da gespielt. Genau. Aber komm, damals waren wir da auch ganz glücklich mit. Ne? Ja, das kann, dann sind wir umgestiegen auf das richtige Minecraft. Auf dem PC, wo man es eigentlich wirklich spielt. Genau. Und da musste man den Schmersch überreden. Ja. Kommst du auch nicht drüber. Jawohl. Oh, Spinne. Weg. Hat sich auch gelohnt. Ja, das stimmt. Wenn man sieht, was für Schmerz heutzutage baut. Ui. So, die Fehler brauche ich erstmal nicht. So. So, immer schön Spinnenfarm. So, Grundgerüst fürs Haus ist gebaut. Ist das in Ordnung? So, jetzt müssen wir erstmal wieder. Jetzt habe ich hier wieder kein Holz, ey. Ich wusste es doch. Er sagt, diese alten Rucksäcke, die wir hier haben, die gibt es auch nochmal auf dem neuen Server. Mhm. Falls irgendjemand die alten einfachen genügen. Mhm. Ja, sag ich mal. Mal sehen. Ja. Einfach nur zum Transport, ja. Ja. Jetzt müssen wir ein bisschen mal Holz farmen. Holz haben wir vor der Haustür, das ist gut. Muss eine Werkbank bauen. Thank you.
Wo ist diese Mine, wo du gebuddelt hast? Da müsste ich jetzt auch rein. Die ist da hinten auf der Karte irgendwo. Ich geb's auf. Was denn? Ah, toll. Was denn? Alles gut. Kann ich ein paar Sachen hier reinpacken? Was? Beim Holzsee gehauen. Boah, der war eine Assi-Laune. So ein Typ, ne? Hat der mit Klötzen rumgeworfen. Aber weißt du noch in der alten Welt, dieser eine, der mit Blöcken geschmissen hat? Ja, den haben wir dann ja deaktiviert, diesen Steingolem oder was das da war. Ja. Ich erinnere mich das Ding, ja, oh, furchtbar. Ja. Der hat ein bisschen genervt, ne? Der hat ein bisschen sehr genervt, ey. Noch einen Akazienbaum setzen, dann pflanzen wir gleich hier wieder. Zack. Wer haut mich denn hier? Ich sehe hier gar nichts. Dann werde ich schwarz. Wer ist denn hier? Vielleicht wieder so eine Lohe. Da ist eine Lohe, genau. Wo ist die denn, das Mistvieh? Nicht. Da haben wir gleich. Wo ist die Lohe? Wo ist das Mistvieh? Ich hab sie da oben. Der Spinn dreht sich schon voll durch. Ey. Weg. Ich hab deinen Hintern gerettet. Danke. So bin ich. Ups, ich habe glaube ich gerade ein kleines Minecraft-Problem. Mein Minecraft ist gerade abgestürzt. Oh. Wie konnte das so passieren? Okay. Warum eigentlich? Ist ja merkwürdig. Starten. Gut, dann müssen wir kurz mal hier die Zeit überbrücken. Das ist ja Käse. Ach ja. A few moments later. Ja, das ist sehr knuffig, ne? So, gehen wir mal hier wieder rein. Zack. So. Besser wieder. Ich sehe noch die Wand hier derzeit. Landschaft wird geladen. Ich bin wieder da. Ich fahre nur mal kurz auf Toilette. Ich bringe jetzt mal einen Amboss mit, weil unser auch schon ein bisschen betagt ist, ne? Dann bringst du einen Amboss mit? Für was denn? Ja, für unseren. Und Goldklumpen bringe ich mit. Hilf mir mit dem Goldklumpen. Ey, früher hast du nicht über jeden Goldklumpen und dann. Achso, du willst ihn dahin bringen. Ja, alles klar. Ja, ist ja gut. Okay, aus schwarzen Granit-Cobblestone kann man kein kann man keinen Schornstein bauen. Interessant. Das macht er nicht aus schwarzen Granit. Gut. Wenn man Dungeon richtig ausräubert, die eine Etage, die oberste zum Beispiel, kann man den richtig gemütlich einrichten. Jetzt fange ich an, hier ein Haus zu bauen. Boah. Und dann willst du jetzt urplötzlich jetzt. Nein! Ich hab doch nur gesagt, dass man es könnte. So, wir machen mal. Ich hab nicht gesagt, dass ich es mache. Mal gucken, wie das wirkt. Ich glaube, den schwarzen Granit kann man auch schisseln, ne? Schmerz, Schisselmeister. Du weißt das doch. Den schwarzen Granit kann man bestimmt schisseln, ne? Ne, den kann man hier nicht schisseln. Der ist Black Underground. Das ist nicht von Schissel. Ah, schade eigentlich. Ja, aber dann machen wir können.
Schädel ist auch underground. Aber einen normalen Bruchstein kann man chiseln, ne? Ich frage für Schmersch, deswegen, weißt du? Ja, man kann auch, wenn das eigentlich andere ja auch, also man kann also in Bruchstein hinein, also andere Steine nach Bruchstein in die Richtung hin schisseln und hat umgekehrt auch, ja. Mal 28 Bruchstein schissel ich jetzt mal in. Was schissel ich das denn mal? In das da. Das gefällt mir. Vier. Einmal runterspringen. Aua machen. Runterspringen, Aua machen. Nochmal runterspringen, Aua machen. Das war jetzt ein bisschen doof. Den nehmen wir hier wieder weg. Dann müssen wir uns nur überlegen, mit was wir die Seitenwände machen wollen. Vom Haus. Aua. Braucht nochmal vier von den Steinen. Ach ja. Das habe ich genommen, genau. Baut. Der Baut so macht, ne? Mal müssen wir uns hier eigentlich auch nochmal so einen Bruchstein reinbauen. Dass dann schöner aussieht. Kommt so eine blöde Ziege vorbei hier. Eins, zwei. Und wie war der Wegbau nach? Du weißt schon wohin? Hat der Tempo für mich mal wieder ein bisschen Material oder ist da Ebbe in der Kasse? Ich bin dabei, hier gerade hier ein Haus zu bauen, bitteschön. Okay. So nach Limonte, das ging ziemlich gut. Ja? Ja. Zwei Brücken geworden mit Geländer. Und, was? Und ja, weiß ich, ne? Bitte wiederholen. Ganz stabil mit Geländer. Bitte wiederholen, auch, nichts verstanden. So von der wiederholen nicht Sie. Verstanden, Böhnchen aus dem Übernehmen, selten, wenn man das Teilnehmer, kann. Teilnehmer, bitte sprechen Sie. Nee, war rein von der Landschaft her echt gut zu bauen. Also nicht wie, manchmal hatten wir auch nur durch Sumpf und Urwald, das ist ja ein bisschen auch hier gerade. Schön über die grüne Fläche da, ein bisschen hügelig, alles gut. Sehr gut. Das heißt, hier haben wir noch ein paar Folgen noch was mit zu tun. Das sieht doch ganz gut aus. So, ein bisschen hier Material hier reinpacken. Und wieder eine Wolle hier für ein Bettchenbau. So. Für die Seitenwände. Womit bauen wir jetzt die Seitenwände? Wir könnten hier eigentlich auch nochmal vier Stück von bauen. Gerade den Schüssel weggepackt, ne? Oh Mann. Vier Stück. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 habe ich gesagt. So. Zirkular. Genau, den brauchen wir. So, es ist hier gegenüber ist das da. Wenn sie mal eine gewisse Symmetrie ja beibehalten, ne? Ja. So. Die Zwischenmauern. Was meint er? Nicht alle auf einmal. Wo denn? Also ich bin jetzt gerade hier. Ja, die Zuschauer. Aus welchem Material wollen wir die jetzt machen hier? So. Hm.
Oder Holzschüsseln. Könnte man auch noch machen, theoretisch. Wir haben hier hinten Holz. Leider, so einen großen Baum. Aber leider auch nicht. Leider nicht jeder. Also man kann nicht jedes Holz schüsseln. Also jetzt zum Beispiel Mammutbaum geht nicht. Eiche geht. Ich weiß nicht, wer ist das hier? Das ist Plants, Pinewood Plants. Die kann man auch nicht schüsseln. Ja. Dann kann man den umhauen. Dann machen wir Seitenwände aus Holz. Kann man nicht mal komplett abbauen. Was ist das denn? Hallo? Ja. Schade. Funktioniert der Tinkers nicht. Gut, kriegen wir aber auch hin. Dann bauen wir uns doch hoch. Dann eben so, ja. Auf die Gefahr hin. Dass man runterplumpt halt, ne? Das Gefühl, wie von hier oben runterfallen, dann war es das. Ja, so. Also ich bin dann, wenn du noch verleben hast, dann müsste es gehen, aber ich tut schon weh. Ich glaube, du verknackst dir wahrscheinlich, ja, Knöchel. Komm ich noch mal ein bisschen höher. Boah. Bin ich hier so mittendrin? Dann bin ich raus. Die kann man abbauen. Das ist schon ganz gut. Den kriegt man da weg. Ist da noch was drin? Eigentlich nicht, ne? Sieht gut aus. Gott, ich hab das Gefühl, ich gleich runter bin. Ich esse nochmal einen Happenpappen, habe ich ein bisschen mehr Energie. Das ist auch leer, das ist auch leer. Es ist jetzt nur noch das eine Ding da drüben rüber, was irgendwie noch was drin ist hier im Holz. Ich habe Angst, dass ich runterfall. Könnte auch darauf hoffen, dass der Schmerzschutz dann auffängt. Sollte er denn das nicht tun? Ja. Jetzt gemein wäre, könnte ich natürlich jetzt einen Baum hier unten fällen, wo der Demokrat rum. Naja, machen. Das machen wir natürlich nicht. So, das machen wir nicht. Aber ich kann Tempo genau sehen. Ja, ich mach mal eine Aufnahme. Ich zoome da mal ran. Krabbelt oben rum. Zack. Jetzt gehen wir wieder in Schleichfahrt. So, hier oben geht alles was weg. Da dürfte nichts mehr drin sein. Im Holz. So, noch da drüben was noch im Holz drin. Dann wollen wir da drüben rüber und da ist noch was drin. Eieiei. Das muss ich auch nochmal wegmachen. So, was? Dann geht das nicht. Geh da weg. Los. So. Müssen wir da drüben noch mal kurz hin. Au, Backe, ey. Da, 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 da. Da müsste hier alles Holzbeinchen raus sein. Es wundert mich, dass bei Plants das nicht so funktioniert. Das ist wahrscheinlich nicht so richtig implementiert oder so, wa? Ich komme jetzt wieder runter. Hey. Ich glaube, meine Alerts funktionieren gerade gar nicht. Irgendjemand hat mich gerade folgt mir auf Twitch. Da bedanke ich mich schon mal ganz herzlich dafür. Wurde mir gar nicht angezeigt. Nur gerade irgendwas poppt da auf. So. Hier, welcher, du hast da noch Hölzchen, ne? Ich habe auch hier noch 5 Hölzchen hier von dir. Ja, bring noch mit.
Packen wir mal alles hier rein. Brasilien Pine Sapling habe ich. 9 Stück. Gott, meine Güte. Die pflanzen wir auch gleich wieder hier, ne? Hey, das feiert der Schmerz. Das feiert der aber ungemein. No. Deswegen, sie ist auf Feierabend. Ich gehe jetzt mal, warte mal, den Enderman, den, wie ist denn das da? Schmerz, es ist kurz nach 19 Uhr. Ich bitte dich. Was ist denn los mit dir? Weg ist er. Was? Die Endermaus. So, weg damit. Gibt's ja wohl nicht. Hier ist er. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Jo, gleichfalls. Dann sehen wir uns ja spätestens nächste Woche. Aber darauf kannst du aber sonst was, ne? Du weißt schon, ne? Ja. Genau, genau. Und in diesem Sinne, dann macht noch was Schönes, schlaf gut. Und machen wir. Ja, bis bälde. Jo, bis dann nicht. Ciao, tschüss. Tschüss. Wie kommen wir beiden nach Hause? Erstmal baue ich noch kurz die Seitenwand hier rein und dann können wir uns langsam auf den Nachhauseweg machen. Ich möchte mal vorher gucken, ob ich das schüsseln kann, das Holz, was ich habe. Oh, hier ist jetzt hingepackt, blöd Mann. So, dahin. Oh Mann, ey. Kann ich dieses Holz, das Palmwood-Holz, schüsseln? Nein, kann ich nicht. Gut, dann ist das halt jetzt Standardholz. Dann kann ich meinen Schüssler-Peng auch wieder wegtun. Dann kann ich das Holz auch jetzt hier so rein verbauen. Nächstes Mal kann ich das dann schön gemütlich einrichten, nächsten Dienstag. Kannst du machen. Machen wir ein richtig großes Fenster hier rein? Ja. Oder machen wir hier so zwei solche kleinen Fenster rein. Sieht schöner aus. Machen wir hier kurz noch was rein. Ups, jetzt muss ich die andere Axt nehmen, sonst reißen wir hier alles wieder ein. Dank Tinkers. Das wollen wir natürlich nicht. So. Machen wir so. Ups, eine Packung. Ist ja komplett fertig. Hier ist nochmal Schäl, nochmal Schäl. Kann man daraus Treppen machen? Weiß auch nicht, ne? Das weiß ich jetzt nicht, du. Naja, kriegen wir schon hin. Das werden wir schon rauskriegen, sag ich mir mal, ne? Zack. Machen wir hier wieder so. Ah, nein, nicht da dran. Da dran. Das machen wir so, das machen wir so. Ups, hier habe ich noch einen vergessen. Wie konnte das nur passieren? Jo. Sieht doch so schon mal nicht verkehrt aus, denke ich mal. Brauchen wir ein bisschen Sand und sowas für die Fenster. Ja, da kann ich ja dieses Mal Fenster machen. Machen wir hier irgendwo noch mal eine Treppe hoch fürs Dachgeschoss oder machen wir kein Dachgeschoss? Machen Bungalow, das reicht. Also Flachdach.
Kann man hieraus Türen bauen? Aus dem Holz kann man auch keine Türen bauen, das ist ja doof. Warum eigentlich nicht? Kann man dieses Holz wandeln in. Nee, kann man auch nicht. Ist ja doof. Was kann man mit dem Holz denn sonst so machen? Aus dem Holz kann man gar nichts groß bauen. Das ist doch doof. Aber Treppen kann man bauen. Diese Treppen kann man draus bauen. Können wir uns denn nach Silberburg wieder zurück teleportieren oder müssen wir jetzt laufen? Will noch ein, zwei Sachen kurz erledigen, bevor wir uns verabschieden. Schöne Hölzchen hast du drin. Ja, gefällt dir? Ja. Ich habe Akazienholz. Kann man aus Akazienholz jetzt Türen bauen? Oh, müsste aber eigentlich gehen. Ja, das geht. Das sind sogar schöne Türen. Weil das hinten wird der Wohn- und Schlafbereich. Warte mal. Genau, Wohn- und Habe ich jetzt noch ein Schlafbereich. bisschen Schale nochmal? Ja, dann müsste man das aber hier vielleicht nochmal abtrennen, dass man hier ein kleines Wohnzimmer macht und hier ein kleines Schlafzimmer. Kann man machen, aber kann man auch anders. Hier ist Werkstatt, so was Kleines. Ja, Werkstatt, Küche. Habe ich jetzt kein Schäl mehr? Das ganze Schäl aufgebraucht? Kann doch gar nicht sein, oder? Da unten ist es doch. Meine Güte, ich bin aber auch. Oh, ein bisschen blem-blem gerade, wo? Und hier auch hier runterziehen. Guck mal, da haben wir es nämlich. 1, 2, 3, 4, 5. Kann man den Schäl Treppen mitmachen? Ich wollte doch einen Schäl nochmal haben hier, meine Güte. So. Und das Ganze so und so. Irgendwas ist hier wieder unter uns, glaube ich. Unter uns ist irgendwas. Da grunzt wieder so jemand. Können wir auch noch ganz anders machen. Jetzt komme ich wieder ins Hundertste, ins Tausendste. Oh, was war das denn? So ein alter Schleicher, ey, das ist ja widerlich. Wie konnte das nur passieren? Bauen wir noch mal ein paar Treppen hier. Da, 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 da. Ach nee, nicht so. Mann. Dam, dam. Oh, hast du Freunde? Nee. Nee, warum nicht? Weil der mir auf den Puffer geht hier. Machst aber auch nichts, ne? Wer? Oh, ey, mach doch mal was, ey. Dein Querulant, ey. Ach, du machst das schon. Vollstes Vertrauen. Auch wenn es nicht viel ist, aber vollstes Vertrauen. So. Was sagst du zum Ja. Eingangsbereich? Klasse. Müssen wir noch mal eine Tür hier einbauen. Eine Tür. Bauen wir da ein. Die andere Tür packen wir jetzt hier jetzt rein. Und sowas hier. Also, wie sieht das aus? Hast du Ferne? Boah, sieht nicht schlecht aus. Ja. Dann machen wir gleich mal ein bisschen Licht dran. So. Upsala.
Sehr gut. Ja. Ich sorge mal hier erstmal für das Dörfchen, dass wir vernünftige Wege hier kriegen. Ah, hier ist auch schon gemacht worden. Sehr schön. Sehr schön. So, erstmal ein bisschen hin. Ach, das ist, weil hier der Dungeon hier drunter ist. Darum wahrscheinlich. Ah, interessant. So. Okay, drauf. Besser machen könnte über Okera nach Hause. Das kann man machen. Hier gibt es dann mal zum Stopfen. So. Haufen Zeugs hier drin. Das kann man wieder mitnehmen. Da sind meine Fackeln zweigeteilt eigentlich. Packen Erde, noch ein bisschen sowas. Packen wir auch damit rein. Gibst du irgendwo Sand? Ich weiß es nicht, musst du gucken. Aber brauchst du denn jetzt noch Sand, oder? Ich würde gerne die Fensterscheiben noch schnell machen. Ja, hast du Kohle da? Na klar, habe ich Kohle da. Klar. Kannst? Habe ich Kohle da. Ja, gute Frage, wo Sand? Hier Sand ist. Da sind wir meilenweit entfernt. Richtung Süden gibt es Sand. Richtung Süden. Das heißt die Richtung. Ich gehe mal Sand holen. Da gibt es reichlich Sand, da ist nämlich Wüste, weißt du? Ich versuche zum Abendessen wieder zu Hause zu sein. Ist das in Ordnung? Boah, wenn du zu spät kommst, ist dein Problem, dann ist abgeräumt. Nee, ne? Ja, da musst du Brot essen. Das ist ja ein großer Berg hier im Weg. Muss ich um den Berg noch laufen? Berg mit Treibsand. Ist gar nicht so weit weg. Das geht ja. Wow. So, ich bin jetzt in der Wüste. Jetzt brauche ich mal einen tollen hier meinen Bagger 1. Ups, da ist schon wieder Treibsand. Ach, da ist ja wieder Schuki. Morgen die Fenster noch ein, dann reicht das für heute, ne? So, oder wollen wir es Tag auch noch schnell machen? Das ist wenigstens komplett. Ach nö. Ich glaube, das muss reichen. Pass auf nicht. Ja, pass auf, dass du nicht in Treibsand reinfällst. Ne? Ich doch nicht. Ich gehe jetzt wieder zurück. Komm, nee, mach mal nächstes Mal. Das Dach, da kann ich mich ja wieder um Ton kümmern. Nee, das machen wir mit Stein dann. Machen wir 0815. Soll ja nur eine kleine Unterkunft sein. So, müssen wir wieder gucken hier. Ach, da gibt es ja schon einen Weg hier lang. Ja, auf die Straße gehen könnte ich, Blödmann. Du musst ja immer mitten durch die Botanik hier. Ja, was so ein Weitläufer ist, der macht das natürlich, ist ja klar. Aus Herr der Ringe, der Waldläufer, war ja ein Waldläufer dabei. Guck mal, hier ist ein Weg. Ortsschild müssen wir noch bauen. Ich muss noch gemütlich einrichten. Ist die zweite Katze da? So, jetzt bin ich hier. Tür zu. So, jetzt packen wir hier mal den Sand mal rein.
Wir packen mal ein bisschen Kohle rein. Und dann packen wir hier auch mit rein. Dann packen wir auch mit rein. Dann lassen wir ihn jetzt mal hier ein bisschen brennen. Dann machen wir Fensterscheiben von. Dann haben wir das Ganze hier schon mal überdacht, würde ich sagen. Ne? Hier schon mal ein paar Packen verteilen, damit es nicht so dunkel drin ist. Machen wir mal so. Wir können auch schöne Laternen hier reinbauen und sowas. Kann man machen, ja. Wenn wir den Dorfbewohner mal handeln, was wir so haben hier. So, wollen wir mal gucken, wie viele Scheiben haben wir denn schon? 4 Stück, das reicht noch nicht. Wir können ja schon mal für ein bisschen Beleuchtung hier im Dorf sorgen. Hier nicht so einsam, weißt du? Ja. In die Kirche kriegt man 2 hier. Jetzt ist gar kein Licht drin. Sind die überhaupt Einwohner? Ja, sind. Ja, okay. Aber nicht viele, wa? Nee, nicht viele, nicht so wirklich. Wo kann man sie hin teleportieren? Eine Agra oder? Okersa würde ich ja, nehmen. Ja, machen wir dann gleich. Erstmal die Fensterscheibe noch bauen. Ja. Mein, dieses Shale kannst du auch schön für Wege machen. Sieht aus wie so ein, jetzt komme ich nicht drauf, wie so ein feiner Schotterweg, weißt du? Ich bin noch auf Drogen hier, oder? Oh, ich treffe die nicht. Na, endlich. Ach du Scheiße, da geht sein Treibsand rein. Das ist aber doof. Also ohne Tinkers ist man ja total aufgeschmissen, oder? Dann nochmal 2 Wolle nochmal. Jetzt haben wir schon mal 16 Glas. Daraus können wir jetzt. War das jetzt so? Kriegen wir Scheiben raus, das ist doch gut. Jetzt haben wir 32 Scheiben. Ich glaube, das müsste eigentlich reichen, ne? Das hier raus, nehmen wir den Sand hier mit raus. So. Das Glas nehmen wir auch nochmal mit raus. Den Sand. 32 Glas. Kann man ein Glas auch schisseln? Ist der Schisselmeister nicht mehr da, ne? Nee, der ist nicht mehr da. Jetzt will ich jetzt sehen, ob man das schön schisseln kann. Glasscheibe. Ja, kann man. Wie schisseln wir das denn mal? Das finde ich schön. So will ich das haben. Jetzt habt ihr es jetzt davon. Ja, das sieht doch schön aus. Das gefällt mir. Dann machen wir hier machen wir 3 groß hier. Ne? Machen wir 3 groß, das sieht schön aus. Komm her hier. Komm, richtig großes Fenster rein. Ja, gut, haben wir. Ja, das muss nur noch gemütlich eingerichtet werden. Ne? Ja, Betten müssen noch mit rein und alles. Ja, das kann ich ja machen. Wir brauchen noch ein bisschen Wolle noch. Haben wir zu Hause. Nicht unbedingt, ich kann ja auch die Betten aus Dekokraft nehmen, kann sich auch reinlegen.
Ja, mir ist das egal. Ja, mach ich das so. Ich habe heute wenig Bilder gemacht, weißt du das? Ein paar Bilderchen machen, kommen dann nachher gleich auf den Discord. Bleib da mal stehen, das sieht schön aus. Warte mal. Wenn die ein bisschen ranzoomen. Zack, verhaftet. Doch, hier sind einige, man hört sie. Sag ich doch. Okay, wo willst du jetzt hin? Was kann ein bisschen nehmen? Okara oder Akraba? Okara würde ich nehmen. Warte mal, hier ist gerade ein Schaf, kann ich das scheren? Habe ich eine Schere? Ja, ich habe eine Schere. Schere ist ein ganzes Mal. Habe ich gekriegt? Eins, toll. Das Schaf dabei ist aufgewacht, toll. Ist Okara das, wo da diese komischen Monster sind? Welche komischen Monster? Ja, dieser Drache und. Nee, Co. Das ist Dormstrang. Also ich gehe jetzt nach Okara hin. Oh, Entschuldigung. Ja, mal gucken, was die Luftbefeuchter machen. So. Ich denke, du bist schon weggegangen. Nee, ich warte auf dich. Aber ja, jetzt. So, jetzt bin ich in Okara. Okara, top. Muss mal wieder gucken, wo das hingeht. Aber ein kleines Problem, ne? Hier gibt es das nächste, was es hier gibt. Aknek Bra? Haben wir nicht entdeckt. Dann gehe ich nach Agra. Bin ich in Agra? Wow, ein schöner Schokolade drin. Wow. Ey, ich geb dir gleich. Wow. So, jetzt müsste es aber. Hier müsste jetzt ein Schild sein. Oh, ich stehe. Nee, ich stehe in Kemmboer drin. Ja, das ist was Schönes. Ist ja gerade Nacht, ne? Man müsste jetzt eigentlich mal schnell nach Kairo gehen und ein paar Spinnen schlachten. Was hältst du? Wir haben doch zu Hause so viel Fäden. Toll. Hallo? Spinnis? Ah, Spinnis sind da. Sehr gut. Ich hab doch gesagt, wir haben zu Hause so viel Fäden. Ja, aber wir müssen hier leveln, die ganzen Waffen nochmal hier so und machen. Ich kümmere mich mal um meine Büschchen. Welche Büschchen? Achso, deine Essenzbären. Meine Büschchen. Was macht die Kaktusfarm überhaupt? Keine Ahnung. So, was habe ich jetzt nochmal? Vier Stück gab das nur. Oh, das ist langweilig. Dann guck ich gleich mal nach einer Kaktusfarm. So. Geht auch so. Achso, da war gerade der Kopf von so einer komischen Emu oder Strauß, was das war. Weißt du? Ja. Ging der Schuss denn hin? Einmal auf dem Hinterleib. Brauchen wir die ganzen Wolle ja zum Spinnweben für Wolle, die Wolle für die Betten dort.
Aber überall, wo wir lang bauen, kleine Übernachtungshäuschen bauen, wenn sie nicht schon vorhanden sind. Da, hier sind der Rest, okay. Aber die Lofen habe ich kein Stück gesehen. Ist hier wieder Ungoyas Brut hier, ne? So. Erst sind keine da und jetzt drängen sie sich alle auf, hier von mir mal begrüßt zu werden mit dem Pfeil. So. Jetzt haben wir erstmal hier genug. Jetzt habe ich hier so 17 Stück. Die packe ich mir gleich mal hier wieder rein. In den Rucksack. So, und dann geht es jetzt erstmal nach Silberburg zu unserem Spawnpunkt zurück. Der eine Menge Arbeit gekostet hat. Kann ich mal kurz bei Otto vorbeigehen? Vielleicht gibt es noch mal was. Nee. Die Zeit ist noch nicht um. So, und dann geht es jetzt nach Hause. Ist immer wieder ein schönes Gefühl, nach Hause zu kommen. So, dann laden wir das mal ab. Was wir alles hier so haben. Wen hast du ins Haus gelassen? Ich höre hier irgendwo eine Spinne. Ich habe hier gar keinen ins Haus gelassen. Irgendwo ist hier eine Spinne. Im Keller? Ich habe keine gesehen. Das sagen sie alle. Da musst du halt einen Spinnenbesen nehmen, wenn du da Spinnen entdeckst. Ich muss jetzt auch mal hier Material umschaufeln. Das ist aber ganz gut. Was ist denn hier drin? Was ist das denn hier? Akaziensetzling. Wir haben noch kein Akaziensetzling im Lager. Das macht mich jetzt aber merkwürdig. Immer hier ordentlich Fresserchen hier. So, das kommt da mit rein. Das ganze Fach hier ein bisschen leer kriegen hier. So. So, das ist alles im Lager, das läuft. Dann gucke ich mal schnell nach der Kaktusfarm. Und dann ist für heute Schluss, würde ich sagen. Ne? Okay, höre ich nichts. Hallo, Spinnis? Spinnis, hallo? Die Spinne, ne? Die gibt... Lass dir keine Ruhe, ne? Kaktusfarm. Guck. Wo war jetzt die Kaktusfarm wieder? Meine Güte. War die hier? Nein, da war die nicht. Da war die auch nicht. Essenzberg war sie auch nicht. Nein, da war sie auch nicht. Die kann doch nicht weit sein. Vielleicht bist du schon tausendmal dran vorbeigelaufen. Ich. Ja, hier ist sie. Hast du sie gefunden? Sieben Stück sind drin. Sieben Stück. Kann ich mir nach oben nehmen jetzt. Ja. Das war so eine Dekobank wieder. Ich verstehe den Schmerz mit seinem Schüsselmod. Verstehe ich voll und ganz. Dass er den so liebt. So, sind wir hier wieder oben. Machen wir hier mal zu. Haben wir hier so. Puh. Oh, du spielst Musik? Ja. Musikspieler müssen wir auch wieder hinbauen. So. Ich gehe jetzt oben rum. Immer ein schöner Blick von oben über die Werkstatt, wie schön die da aussieht. Ja,
Ja, wenn du im echten Leben so ein Haus hast, du, da kannst du mal putzen, du. Du bist den ganzen Tag mit Putzen beschäftigt. Oh, guck mal, Herrchen ist wieder da. Ja, mein Guter, ja, nicht ja. Hast du vorhin aufs Haus aufgepasst, ne? So, wo ist mein Humpen? Da, Prost. So, Freunde, das Prost. Soll es heute gewesen sein. Unser Eins muss morgen früh wieder groß raus, Schugi und ich. Hoffe, hat euch Spaß gemacht und dann bis spätestens nächsten Dienstag, so ab 18:30 Uhr, übliche Zeit, zweieinhalb Stunden. Bis dahin sagen wir Tschüss und auf Wiedersehen. Tschüss. Macht's gut, Freunde. Tschüss. Ciao, ciao.